Einfach zusammen 2020 anders erleben. Ein Film der Behindertenbeauftragten und des örtlichen Teilhabemanagements Burgenlandkreis. Vor einiger Zeit informierten verschiedene Radiosender und Zeitungen über das neue Projekt Barrieren abbauen, bunt und kreativ. Dieses Projekt wird von der Behindertenbeauftragten des Burgenlandkreises, dem örtlichen Teilhabemanagement und weiteren Kooperationspartnern gemacht. Dabei soll mit Hilfe von mobilen Rampen aus Legosteinen mehr Barrierefreiheit im Burgenlandkreis entstehen. Leider konnte aus den bisher gespendeten Steinen nur dieser eine Prototyp gebaut werden. Er kommt aber bereits sehr gut an. Die Innenstädte im Burgenlandkreis verlangen nach mehr mobilen Rampen. Aufgrund der aktuellen Situation verlor dieses Projekt jedoch an Aufmerksamkeit. Somit möchten wir nochmals alle, die seit Jahren im Keller oder auf den Dachboden Legosteine unbenutzt liegen haben, auffordern, diese uns gerne zu spenden. Um eine solche Rampe zu bauen, werden zwischen 600 und 1000 Legosteine gebraucht. Doch welche Steine werden benötigt? In erster Linie sind Basic-Steine, Basic-flache Steine, Grundbauplatten, 45 Grad Dachschindeln, lange und flache Dachschindeln gefragt. Am besten in allen Farben und Größen, damit es schön bunt wird. Die Steine können im Bereich Behindertenbeauftragte, aber auch an unsere Anlaufstellen abgegeben werden. Die Anlaufstellen finden Sie auf der Homepage des Burgenlandkreises. Gern holen wir die Steine auch bei Ihnen zu Hause ab. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Mithilfe, den Burgenlandkreis barrierefreier zu gestalten und mit Hilfe dieser mobilen Rampen jeden gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Das örtliche Teilhabemanagement wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.